Ich weiß, ich habe schon mit ihnen zu tun gehabt, aber sie sind nicht unbesiegbar. Halte bitte Ausschau nach Saleh und Avanti. Hoffentlich ist ihnen nicht zugestoßen. Das werde ich machen. Und ihr beide solltet sicherheitshalber so lange den Tempel verlassen. Vor der Tür wartet Spieß Effing mit einem Gardisten. Okay. Da wurde jetzt zum ersten Mal das Auge der Göttin erwähnt, nach der diese Mod benannt ist. Die beiden Novizen Aventi und Saleo werden vermisst. Ich habe Dorion versprochen, sie zu suchen. Hoffentlich haben die schwarzen Amazonen ihnen nichts getan. Irgendwo hier im Tempel der Hesinde muss Avanti sich aufhalten. Ich muss ihn unbedingt finden. Hoffentlich finde ich Saleo. Er kann überall im Tempel sein. Mhm. Die Magdalenata. Schwarze Amazonen sind in den Tempel der Hesinde eingedrungen. Sie sind auf der Suche nach einem Dokument, das von einem Auge der Göttin handelt. Ich muss sie unbedingt aufhalten. Ich werde wohl den gesamten Tempel absuchen müssen, um alle schwarzen Amazonen zu finden, die hier eingedrungen sind. Ja, das kann etwas dauern. Also ich komme hier runter in den Saal, großen Saal, kann dann hier absuchen. Hier ist übrigens der Weg zurück. Dann... ja, Geweihtenräume. Bibliothek ist hier alles. Da geht es dann übrigens wieder hoch. Gruft. Und Höhle. Ja, Höhle geht's hier. Geweihtenräume. Ich hätte gerne noch die Bibliothek dazwischen. Also gehen wir gerade mal verkehrt herum. Erst hier alles absuchen. Keine Amazonen hier. Keine Amazonen hier. Und ich glaube, ich gehe doch lieber den normalen Weg runter. Gibt es auch keine Amazonen? Naja, in der Küche werden sie auch kaum nach Schriftrollen suchen. Und ja, ich muss ja alles absuchen, um auch die beiden Novizen zu finden. Hier ist nur die Küche. Die haben eine ziemlich große Küche dafür, dass sie nur zu viert sind. Naja gut, der Tempel ist ja halt auch groß. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir gehen erstmal... ach, hi, schwarze Amazon. Ich versuche mein Bestes. Ja! Lass das mal vor, Grimm machen. Oh, jetzt müssen wir dann schwarze Amazonen leichen.
Ach, jetzt hat Gwendala keine Munition mehr. Aber ich kann auch gerade Gwendala nicht auswählen, weil sie betäubt ist. Gut, ich kann die umwerfen. Und nochmal heilen. Okay, zum Glück kommen die immer nur zu zweit. Zum Glück kann ich sie umwerfen. Da ist Saleo schon mal. Saleo, das sieht nicht gut aus. Er scheint einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen zu haben. Das hier dürfte helfen. Wo bin ich? Saleo, fühlst du dich besser? Wie? Oh, ihr? Ja, ich denke schon. Was ist denn passiert? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Ich weiß auch nicht genau. Da waren plötzlich diese fürchterlichen Amazonen. Sie sind auf mich zugestürmt und zwei von ihnen haben mich gepackt. Und ihre Anführerin wollte von mir wissen, wo sich das Dokument befindet. Als sie so nah vor mir stand, habe ich eine solche Angst bekommen, dass ich kein klares Wort mehr herausbekommen habe. Das hat sie anscheinend noch wütender gemacht, als sie ohnehin schon war. Jedenfalls hat sie den beiden, die mich festgehalten haben, gesagt, sie sollten mich mitnehmen. Und dann haben sie angefangen, die Regale zu durchwühlen. Sie haben die Bücher und Schriftrollen genommen und anschließend auf den Boden geworfen. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht, während Sie mich festgehalten haben. Die Anführerin wurde dann immer wütender und hat mich geschlagen. Und dann wurde plötzlich alles dunkel. Mehr kann ich euch nicht sagen. In Ordnung, Dorian und Ardat warten bereits vor dem Tempel. Du solltest jetzt zu ihnen gehen. Nur Avanti fehlt noch, weißt du, wo er ist? Nein, Avanti habe ich nicht gesehen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Hisinde möge ihn beschützen. Bitte, findet ihn. Ich werde mein Möglichstes tun. So. Ja. Ich habe Saleo gefunden. Die schwarzen Amazonen haben ihn in den unteren Etagen verschleppt und dort niedergeschlagen. Ah ja, stimmt. Hier war ja ein Einsturz, deswegen geht's nur hier runter. Hier ist niemand. Hier war das erste Orakelteil. Es können ja keine Horden an schwarzen Amazonen jetzt hier unten sein. Das wäre nämlich irgendwie ein bisschen aufgefallen, wenn die alle in die Stadt reinmarschiert wären. Erstmal hier gucken. Hier war noch ein Orakelteil, aber ansonsten ist hier nichts. Dann gehen wir mal in die Höhlen runter, weil die Höhlen sind ein One-Way.
Candidus. Das ist zwar nicht immer nicht gerade das tollste Licht hier. Holzwand. Konnten wir die schon immer einschlagen? Oder ist dahinter was? Ja, was wird denn da wohl drin sein? Folgt mir. Linker Arm. Okay. Sprich, Freund. Mandaya. Buffzeit. Banda. Yandra Aikara. Sarana Ayon. Mandaya Banda. Das bin ich, Thurax. Ja gut, holen wir noch das Ding aus dem aus der Truhe und dann speichern wir mal wieder. Also abgesehen von dem Quicksave, den ich jetzt gleich machen werde. Ach du meine Güte. Okay. Ein mysteriöser Fund, wir haben noch einen Arm. Lebensgefährliche Falle. Okay. Auch eine interessante Art. Aber so lebensgefährlich sind die Fallen wohl gar nicht. Au. Ich nehme es zurück. Wie viele 100 kommen da noch? Alles klar. Und ja, den allen auszuweichen ist schwierig, muss ich leider sagen. Aber sie sind ja nicht hundertprozentig tödlich. Sanya. Ach, mein Bären hat's gefrühstückt da hinten wahrscheinlich. Ist er durch ein paar Fallen durchgerannt. Au. Lass das mal Vorgrim machen. Folgt ihr mir? Folgt mir. Der Nase nach. Auf geht's. Unterwegs. So, das waren diese Fallen, die man nicht entschärfen kann. Mein Atem geht ruhig. Und die auch irgendwie die Lebensregeneration verringern. Saranar Ayorla. Okay. Falsche Taste. Das heißt, wir gehen als nächstes dann in diese Richtung weiter gucken. Ob sich da noch was verbirgt. Allerdings möchte ich jetzt mal wieder speichern.
Das wäre jetzt 0011. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.